natürlich der totale Horror. Weg, 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 geh weg. Zombies, Zombie-Pickies, geh weg. Lass noch. Jetzt leckt es gerade richtig. So. Was Ressourcen angeht, das ist jetzt hier nicht der absolute Hardcore. Verbrauch. Zombie Piggy und du, bis geht's mir auch mal hier. Die haben alle natürlich Goldschwerter. Was ja schön ist. Das ist eigentlich ein prima Weg für die, die also aus der alten Minecraft-Version in die neue sozusagen reinkommen. Und denen einfach Items fehlen. Und so sozusagen sich frei an die Items zu kommen, die halt jetzt nicht irgendwie random gespawnt werden oder gelegt werden. So, das war's dann aber auch schon mit dem Minecraft-Reaktor. Also es ist eine Möglichkeit. Das wird auch automatisch dunkel danach. Leider. Und Ausbeute, das geht doch eigentlich noch. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Aber ich bin auch sicher, lass mich einfach schlafen. Okay, dieses Haus ist mir nicht gesegnet. Dort eine ruhige Nacht zu verbringen. Und da ist ein Versicherungsvertreter. Und du stirbst. Du bist ein Arschloch. Okay, sorry. Alle werden jetzt schon da drin gespawnt, wie sie. Manchmal lassen die auch fallen Bogen. Ja, man hat diesmal nicht. Ein bisschen Gold. Ja, das. Also, das sollte man nur einmalig machen, weil es sich einfach nicht lohnt von den Items her. Oh, sag mal, hier sind ja Falde. Geschossen, hab das nicht bemerkt, glaube ich. Das sind Melonsamen. Ja, Zuckerrohr. Halt sowas, was einfach mal verschwindet und nicht mal neu bekommt. Schade, dass die kein Weizen-Sortiment noch haben. Also, denn das findet man nämlich auch nicht mehr, nachdem man es verbraten hat. Und da die Welt sowieso hier begrenzt ist und nicht wie bei Minecraft, dass man richtig einfach mal neu generiert wird und so weiter man weggeht und also Gebiete begeht, ist es schade. Ich bin eigentlich ich werde beschossen wahrscheinlich. Oder auch nicht, die treffen irgendwie auch nicht. Selten sowas gesehen. Ich will eigentlich spinnen. Ja. Sollten die mal ein bisschen runter drehen. Obwohl. Tion. Mein Username ist immer noch Steve, keine Ahnung. Peaceful Mode. Yes. Stevie Wonders. So. Jetzt gibt's keine Monster mehr. Und man kann sich die Bilder anglotzen. Super. Und da ist ein Video von mir fertig gemacht. Fertig geworden. Aha. Wusste ich gar nicht. Grüne Wolle. Und man kann das trocknen und dann besondere Wollenarten erstellen. Ja, super. Hier sind die wertvollen Items. Die lasse ich aber auch erstmal da. Und da ist die Kiste. Jetzt nehmen wir wieder alles mit. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, zack, zack. Zack. Yes. Die Erde nehme ich auch nochmal mit und
das war's dann. Also, das wäre jetzt wieder voll ausgestattet. Diamantschwert, Hacke, Spitzhacke und ja. Alles schön diamantig. Weil ich habe wirklich mehr Diamanten gefunden als Gold. Das ist nämlich unlogisch. So, und wie man sieht, hat man jetzt zwei Schandflecke. Vielleicht werde ich dann Minecraft in den Creative-Modus irgendwie umstellen und das dann einfach alles weghauen. Weil das wäre viel zu lange da, geschweige denn ein Let's Play. Und da brauchen wir sowas echt nicht craften. Glowstone, kann man mal. Hab ich dazu irgendwie ein bisschen weg hier. Eine Schere und die will ich auch nochmal. So, und wo war das Schaf? Das sind sogar zwei. Schafe! Ich hab meinen Grabschandschuh. Ich habe sogar hier die Unterhosen. Aber wie niedlich. Ach ja. Natürlich sind wir perverse und wir kraften schon alles, was wir sehen können. Schau, dass man so ein Huhn nicht so eine Feder ausrupfen kann. Kriegt ja auch irgendwie später nach. Oder? Wachsen bei den Federn nach? Müssten die eigentlich. Wahrscheinlich aber langsamer als bei Menschen die Haare, aber. Die müssten noch nachwachsen. Ich meine, ich erkundige mich mal da. Melonenfeld. Ah, so. Jetzt langsam wird es mir zu viel. So, da sind Melonen. Pflanze ich die auch. Oh, das sieht man ja schon gar nicht mehr. Guck mal. Ach du Scheiße. Sieht. Ich mach den einfach mal Glowstone in die Hand. Ja, also irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich wollte nur ein bisschen Weizen haben, dass ich eigentlich mal Schafe anlocken kann. Also ich will eigentlich auch meine. Ja, das Schaf bringt übrigens braune Wolle für die es nicht wissen. Also habe ich irgendwie genau das richtige Schaf erwischt. So, und da wir hier jetzt da sind. Ich mal kurz nach Hause. Genau, ich meine nach oben. Die gute Landschaft. Proportion. Stimmen hier nicht ganz. So, nach oben. Ach ja, ich werde auch vielleicht die Welt zum Download freigeben. Und also ab und zu alle paar Folgen mal irgendwie einen Download freigeben. Vielleicht mache ich dann noch ein Video, wie ich es dann sozusagen euch hinzufügt. Also, ja, ich denke mal schon, das wäre ja was. Nix, so wird das nix. Hier wollte ich eigentlich da drauf so ein Glowstone machen, ob das mal klappt. Oh. Okay, das hab ich. Ja, das hat auch was. Also ich werde die Welt zum Download freigeben. So versuchen zumindest so oft wie möglich. Auch wenn sie halt nicht die allerbesonderste ist, hat sie ja trotzdem noch ein bisschen Charme. Und jetzt mit ein bisschen Glowstone und den neuen Items könnt ihr euch auch selber ein bisschen hier. Sie
je nach euren Wünschen gestalten. Also ist doch schon idyllisch hier. Und hier sieht nochmal das Feld aus. Da unten mit Willi. Schön. Langsam nimmt doch hier alles so Gestalt an. Und mal gucken, was man noch so alles machen kann. So, das war halt Clay, davon gibt es so wenig. Also gar findet man gar keins mehr. Ich habe alles gefunden und schon verbaut. TNT. Flint brauche ich nicht. Ja, wozu brauchen wir eigentlich Feuerzeuge? Seltsam. Ein Haufen Koppel. Und Melonen. Melonen in den Ofen packen. Ja, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man nicht aus Melonen die Kerne rausholen kann. Also, Brot braucht man halt Weizen und das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Das will einfach partout nicht klappen. Gibt es hier einen Torch und zwei unterschiedliche Torches. Das habe ich nicht verstanden. Was der Mist soll. Achso, Flint sind vor allem Bogen. Steintreppen. Wolle. Wie viel habe ich noch irgendwo? Bisschen ein paar Holzvorräte. Müsste man sich auch langsam ein bisschen mehr erarbeiten. So. Weiß aber, glaube ich, 6. Stickies. So, die Bretter brauche ich eh keine mehr. Und da. Und wie viele Bilderrahmen kann ich machen? Ah, doch ein noch ein paar. Erfreulich. Ich will einfach nur, dass es ein bisschen geräumiger aussieht. Und so ein paar Bilder machen. Verschönern immer das Ambiente. Gucken, was es hier oben so gibt. Also es geht auch an Zaun. Tja, aber das ist nicht das, was ich unbedingt wollte.